You are not prepared. Hallo liebe Leute, Shyami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary und dieses Mal, wie sehr oft schon gewünscht, mit meinem Jäger. Ich war nämlich schon relativ fleißig, ich habe jetzt schon, wie viel haben wir? Und zwar 40 Ehrenlevel, das sind schon zumindest fast alle Ehrentalente, 46 werden die letzten 2 oder 43, 46. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich schon eine Skillung, sieht man hier, meine PvP-Talente, meine anderen Talente, also die normalen Talente haben wir einmal hier. Sichern und Laden finde ich eins der geilsten, ich meine schwarzer Pfeil ist natürlich auch ziemlich geil, aber Sichern und Laden natürlich nochmal ein Instant, ziemlich guter Burst, ich weiß nicht, soll ich da gerade reingehen, haben wir einen Healer, doch wir haben einen Healer, dann gehen wir auf den Magier, den kicken wir gerade, denn der hat hier kurzerhand seinen Cooldown angemacht und dann können wir natürlich auch unseren Cooldown anmachen und gleich mal ordentlich reinbursten. Schauen wir mal, der sollte eigentlich blocken, wenn er nicht blockt, ist er tot, wunderbar, da ist er auch schon. Da ist auch schon weg, da hat meine Vögel auch nochmal resettet. Das ist immer sehr geil beim Jäger, weil sie halt permanent dein Cooldown resettet. Wenn er stirbt mit diesen Vögeln drauf, dann wird natürlich der Cooldown einfach zurückgesetzt. Das ist extrem geil. Schauen wir mal, was passiert hier noch so? Mit dem Damage bin ich schon gespannt, wie es aussieht. Ich habe noch nicht so viele BGs gespielt. Ich meine, ich habe dementsprechend die meisten Ehrenlevel über BVB World Quests geholt. Und habe wirklich das letzte Mal, als ich Jäger gespielt habe, auch aktiv in der Arena etc. Das war zu Cataclysm, glaube ich, allerletzte Season von Kata. Wir können den hier mal slowen. Der hat schon wieder sein Schild drinnen. Das heißt, wir machen gerade gar nichts einfach, bis das Schild einfach abläuft. Na, der reckt gerade noch. Baby. Ich glaube, wenn ich jetzt Damage gemacht hätte... nee, warte mal, der hat noch heiße Sohlen. Den kriegen wir. 400k Non-Crit macht ein Aimshot. Es ist zwar das Blöde, dass man als Hunter halt quasi hardcasten muss, aber es lohnt sich wirklich. Seit dem Patch ist es sehr geil beim Hunter. Es ist wirklich, du castest ein gezielter Schuss und er macht halt wirklich auch ordentlich Schaden. Nicht so wie es vor dem Patch war. Weil jetzt, oder vor dem Patch hast du es wirklich nur gecastet, wenn du den Debuff drauf hattest. Wir können ja den mal kurz scattern, trappen, damit der hier nichts mehr macht. Wobei, der wurde schon wieder rausgeholt. Wir können schauen, ob er nochmal was castet. Eventuell nochmal. Nein, Flagge ist weg. Aufnehmen konnte das auch nicht nochmal. Ich war gerade so fokussiert. Ich kann gerade nicht mehr reden. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich war gerade so fokussiert, den einen zu killen. Wobei, jetzt können wir den hier gerade. Den kann ich erschießen. Please. Nein. Du bist. Gib it nicht. Was? Game, please. Warte. Der Aim-Shot. Das Timing. Got him. Das war gerade so unfair, Alter. Jetzt wäre ich fast draufgegangen, Mann. Zum Glück habe ich halbwegs ein Selfie. Ich meine, ich komme da nicht so wirklich klar. Ich fange dauernd an, irgendwas zu erzählen und mittendrin höre ich auf. Ist euch das gerade aufgefallen? Es tut mir so unglaublich leid. Aber ich brainlag heute ein bisschen. Wir können eben das Pad mal kurz wegtrappen. Bringt mir zwar jetzt nicht so viel, aber für mich angenehm. Ich könnte ihn kicken, aber er dottet ja nicht mich zu. Diese Anti-Mate-Plays. Jetzt können wir ihn nochmal kicken. Ich wollte gerade auf V hämmern. V war nämlich damals der Execute-Schuss und ich bin das noch so gewohnt vom Hunter. Obwohl ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit den Jäger spiele. Das meiste allerdings im PvE. Und da gerade eigentlich hauptsächlich Beastmaster noch. Weil ich noch nicht ordentliche Trinkets bekommen habe für... das geht hier in die Hose. Ich kann hier ganz kurz mal totstellen. Vielleicht geht der dann noch drauf. Den können wir eventuell... Gut, der bewegt sich nicht. Den können wir hier trappen. Der will Meta gehen. Not like this. Ich würde den gerade markieren. Ich fange da an, was zu erzählen und dann passiert so viel Action, dass ich nicht mehr auf mein Leben klarkomme, Mann. Es tut mir so unglaublich leid. Aber das Gameplay passt hoffentlich. Den hat down. Den Magier können wir eventuell killen. Der hat sein Schild noch an. Wobei, gut, Sohlenbrocken. Können wir jetzt aber nochmal debuffen mit den guten Vögeln. Sollte eigentlich drauf gehen. Wunderbar. Dann können wir den hier slowen. Schauen wir, dass wir den gleich debuffen. Meine Vögel können wir auch gleich wieder ziehen. Wir sollten langsam mal die Flagge holen. Wobei, die läuft gerade erst im Fluss raus. Okay, die Escape-Taste funktioniert wieder nicht. Das ist momentan ein bekannter Bug, dass mit 725 anscheinend ab und zu die Escape-Taste nicht funktioniert. Ist sicher dem einen oder anderen von euch auch schon passiert. Ist irgendwie ein bisschen weird. Du stehst halt da, willst irgendwie ausloggen oder sonst irgendwas und kannst einfach nicht. Das Spiel erlaubt dir nicht, dich auszuloggen. Den nehmen wir mal raus. Den können wir mal trappen. Die Trap war so fucking bad. Oh mein Gott, Alter, was war das gerade? Gut, er dispelt mich hier. Wunderbar. Können wir mal ein bisschen reinpumpen.
Dann können wir hier eventuell einen stunnen. Nein, weil ich natürlich wieder alles daneben platziert habe. Alter, what the fuck mache ich halt gerade? Ich meine, ich kann ordentlich damagen eigentlich gerade. Und zwar, boom. There we go. Das war zwar nicht mehr mein Damage, aber egal. Der zählt. Ich glaube, ich gehe auf den hier. Hier sind so viele Magier, Alter. Das gibt's halt nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, dass irgendeiner auf mich geht gerade. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir den die ganze Zeit geslowt halten. Ich liebe das einfach als Hunter gegen Mage. Ist halt der Dream. Wir können vielleicht den anderen trappen. Luck Trap. Go. Okay, nie wieder ohne Scatter Shot. Das lassen wir lieber. Das haut nicht so ganz hin. Dann können wir den einmal kicken. Dann können wir ihn debuffen. Eventuell können wir ihn gleich stunnen. Und zwar jetzt vielleicht. Ich meine, ich kann ihn einmal scattern, weil er sich gerade healen will. Wir können uns hier kurz totstellen. Healen wir uns. Gehen wir Shell. Ich meine, mein Heiler, der Random Heiler hier, steht irgendwo da unten. Wir können uns allerdings das hier ganz fix holen. Wir können uns hier nochmal ein bisschen healen. Da haben wir 100 ehrenhafte Siege. Das sieht man, ich habe wirklich noch nicht viel gespielt mit dem hier. Können ihm das hier kicken. Den slowen wir mal weg hier. Können eventuell noch ein bisschen Damage reinbringen. Oh, der läuft auch schon weg. Dann gehen wir lieber zum Zerg dazu. Schauen wir, wenn wir hier jetzt eine debuffen können. Jetzt haben wir natürlich Lock and Load Brock. Das sieht man, what the fuck war dieser Damage gerade. Du brauchst nur einmal diesen Brock haben, der natürlich ein bisschen seltener ist. Jetzt machen wir hier kurz totstellen. Schauen wir, dass wir ein bisschen zurückgehen. Und wenn man einmal diesen Brock hat, dann ist halt einer safe um eine Mille runter. Oder mehr. Meistens mehr. Der Mönch hielt mich nicht. Ich laufe dir doch schon nach. Please. There we go. Können wir den mal zuspammen hier, eventuell? Den gehen wir Scatter Trap. Ne, gehen wir nicht. Ich meine, meine Trap liegt schon wieder mega behindert. Das mit dem Trappen kann ich noch nicht so ganz. Aber das kommt noch, das kommt noch. Vertraut mir. Oh, Baby. Totstellen. Maybe. Fuck you. Gibt's nicht. Warte. Nein, da sterbe ich an den Warlock dort. Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen, Mann. Wollt ihr noch Zergen? Okay, das ist aber ein sehr netter Typ. ich glaube, das ist unser Portal. Gehen wir mal rüber, gehen wir wieder rein. Ist gerade ein perfektes BG, um ein bisschen spielen zu lernen mit dem. Wir können den hier einfach mal slowen. DKs lieben das, wenn man sie slowt, gleich wie vergelter Palas. Oh, und da haben wir dicken Damage. Oh mein Gott, Alter. Der stirbt halt fast instant. Das macht halt richtig Laune einfach, Mann. Wie gesagt, ich komme zwar noch nicht richtig klar, aber es wird langsam. Den slowen wir gleich wieder. Den können wir natürlich auch noch stunnen, wenn ich ein bisschen weiter rankomme. So, jetzt stimmt sogar der Pfeil. Oh mein Gott. Dann slowen wir ihn weiter. Vögel muss ich öfter benutzen. Das vergesse ich noch viel zu oft. Können hier nochmal debuffen. Und jetzt können wir richtig dick damagen. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Den Scatter Trap mal. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich, was der hier mit mir vorhat. Machen wir nochmal totstellen. Jetzt hat er mich nochmal aus dem Target verloren. Dann können wir natürlich hier nochmal richtig dick Damage reinpumpen. Und zwar jetzt. There we go. Markiert. Kickt. Got him. Jetzt sehen wir hier den Berserker-Buff. Den nehmen wir natürlich auch noch gleich mit. Die Flagge läuft schon durch. Die ist schon fast drüben. Da holen wir uns natürlich nochmal ganz kurz den Berserker-Buff, wenn er schon da ist. CD habe ich gerade keinen ab. Aber das geht sich trotzdem aus. Können wir den guten Gorotas hier zerlegen. Ah, wo ist er denn? Warte, kann ich eigentlich... Ich habe gerade nämlich vergessen, die Quest anzunehmen. Vorgeschlagene Inhalte, Bonusereignisse, Schlachtfelder. Wunderbar. Der geht nach oben? Nee, was macht er? Okay, nee, der stellt sich einfach dahin. Okay. Interessant, interessant. Er will nach oben springen. Wir slowen ihn auf jeden Fall mal hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der Boy gerade vorhat. Können wir zweimal aimshotten. Dann können wir einmal noch den nach... Und das sollte eigentlich down sein. Wunderbar! Und er ist auch schon tot. Wir haben Perfektion in den Zwillingsgipfel und ich habe 7-1 gespielt. Das geht eigentlich. Was ist mein Damage? Dafür, dass ich Vögel vergessen habe und ohne... Ich spiele ohne AOE-Talent. Das heißt, normalerweise, wenn du Zerg begehst, spielst, kannst du mit Salve spielen. Dann pumpst halt richtig Damage rein. Aber ich spiele kein einziges AOE-Talent. Ich habe nicht einmal Multishot gemacht. Dafür ist mein Damage echt nicht bad. Also wenn ich noch ein bisschen besser klarkomme auf Trappen und Co., wird es auf jeden Fall ziemlich lustig mit dem Hunter. Wenn ihr mehr vom Hunter sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Dann kann ich natürlich jederzeit immer wieder dann Hunter-BG auch hochladen. Und ja, das war's auch schon. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wie immer, Däumchen nach oben. Wenn ihr im Generellen auch noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.